So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist bzw. Jürgen Braun. Und heute geht es um ein Thema. Also ich habe eine Bitte bekommen von jemandem, dass ich über dieses Thema ein Video mache. Und zwar geht es über das Geiseldrama von Gladbeck und darüber, dass Dietrich Dickowski jetzt vor ein paar Tagen, jetzt war es am Freitag, freigelassen wurde. Dietrich Dickowski, der Geiselnehmer von Gladbeck. Dazu möchte ich mal eine Geschichte erzählen, wie das damals war. Das war 1988 und ich bin jetzt 41 Jahre alt. Also könnt ihr vorstellen, das war vor 30 Jahren und ich war ein 11-jähriger Bub, weil es das live im Fernsehen gekommen ist. Und ich werde es nie vergessen, was da abgegangen ist. Was da los war. Ja, ich habe das ziemlich schon am Anfang habe ich das mitbekommen, da vom Fernsehen, habe das vom Fernsehen verfolgt und das war einer der krassesten Sachen, der krassesten Ereignisse, die es, glaube seit langem irgendwo jemals in Deutschland gegeben hat. Einer der heftigsten Sachen. Ich weiß nur, das Versagen der Polizei. Ich kann mich noch erinnern, wie an die Sensationsgeilheit der Reporter damals, wo die Geiselnehmer da in der Kölner Innenstadt eingefahren sind und die Polizei dabei ihre Arbeit behindert haben. Und ja, das war also richtig krass. Also das kann man gar nicht mehr anders sagen. Ja. Und das ist 30 Jahre her und ich erinnere mich immer noch, als wäre es gestern, als ich da vorm Fernsehen gesessen bin. Ja, und jetzt erfahre ich, dass Dieter Dickowski freigelassen worden ist am Freitag. Und jetzt hört man natürlich wieder, ja, das ist von vielen, dass das ein Fehler ist und der sollte quasi im Gefängnis verrotten und am liebsten sollte man den aufhängen und so. Und ich sag mal so, früher hätte ich auch so gedacht. Also früher hätte ich auch gesagt, also so jemand, das geht ja gar nicht. Ja, also natürlich hat dieser Mensch sehr viel Leid verursacht. Das ist gar keine Frage. Deswegen auch mein von ganzem Herzen mein Mitgefühl mit den Opfern, mit der Opferfamilie, ja, von dem kleinen italienischen Bub da und der Familie von Silke Bischoff. Also nochmal mein herzlichstes Beileid erstmal das mal vorweg. Das ist ganz klar eine schlimme Sache. Es sind Leben zerstört worden. Also das eigentlich nicht mehr viel die Menschen natürlich erstmal nicht mehr gut zu machen ist oder so scheint zumindest. Ja, was ich wollte jetzt mal so die spirituelle Perspektive auf die ganze Sache werfen und ich möchte euch nur das mal mitgeben, was ich inzwischen für Einsichten bekommen habe. Also, wie ihr wisst, bin ich ja sehr spirituell. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Buddhismus. Lese viele Bücher, wie zum Beispiel das von Neil Donald Walsh, da Gespräche mit Gott, habe ich gelesen. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich schaue so die Marco Hümer-Videos über Strahlreisen an. Ja, und was kann ich dazu sagen? Ich kann niemandem vorschreiben, wie er es zu verhalten hat, aber ich selber möchte nur die Wichtigkeit des Vergebens hervorheben, ja, weil es ist ja so, wenn du vergibst, dann wird dir vergeben, ja. Jede Seele macht Erfahrungen. Jede Seele kommt auf die Welt, um zu lernen, ja, um sein Bewusstsein zu erweitern und auf eine höhere Stufe zu bringen. Das ist eigentlich der größte, also eigentlich der Sinn des Seins. Und dazu gehört natürlich auch, das Böse zu erfahren, ja. Selber auch Böses zu tun, gehört auch dazu. Bei manchen Seelen ist das im Seelenplan so drin, um das mal zum Verstehen. Also, ich habe ja das Buch gelesen. Also, falls es jemand nicht versteht, was ich jetzt davor sagt, dann lest das Buch Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Und da sagt Gott zu dem Neil, zu dem Autor, dass er schon über 400 Reinkarnationen hat. Also, ich glaube ja auch an Wiedergeburt. Reinkarnation ist für mich absolut logisch, ja, dass sich das Bewusstsein immer weiterentwickelt, dass also ein Leben gar nicht ausreicht, um diese ganzen Erfahrungen zu machen, die wichtig sind, um in eine höhere Ebene zu kommen. Und der Neil, also der Autor, hat über 400 Reinkarnationen hinter sich. Und in diesen Reinkarnationen, also das Reinkarnation heißt Wiedergeburt, falls es jemand nicht weiß.
war der schon alles. Der war Mörder, der war König, der war Bettler, der war Frauenvergewaltiger, ist mal selber Frau gewesen, wo vergewaltigt worden ist. Also war Täter, Opfer, alles schon in diesen Reinkarnationen. Und das musste, er musste diese Erfahrungen machen, um sein Bewusstsein auf eine höhere Stufe zu bringen. Und wenn man das dann mal versteht, dass jede Seele unterschiedliche Erfahrungen machen muss, um zu wachsen, ja, um weiterzukommen, dann versteht man auch, dass es auch Seelen gibt, die auch mal Böses tun. Ja. Das ist im Seelenplan so drin. Auch mal richtig schlimme Sachen, um zu lernen. Versteht mich nicht falsch. Wenn jemand Böses tut, muss der dafür bestraft werden. Es wäre ein Fehler, darauf nicht zu reagieren. Ja. Aber dass man versteht, um was es eigentlich im Leben geht, nämlich Erfahrungen zu sammeln, die einen dann weiterbringen, die einem das Bewusstsein auf eine höhere Ebene bringt. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, wenn ihr auch zu den Leuten, gerade die Leute, die wohl schreien, ja, und den sollte man am liebsten aufhängen, den Dieter Degowski oder was weiß ich, oder lebenslänglich da verrotten lassen oder sonst was, oder gar nicht mehr vergeben oder verdammen, dann liest euch das Buch Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Und dann versteht ihr auch, warum man verzeihen muss. Ja? Weil wenn ihr nicht verzeiht, dann, wenn ihr jemand verdammt bis auf alle Ewigkeit, dann werdet ihr auch irgendwann verdammt in alle Ewigkeit. Das muss klar sein, das muss man wirklich verstehen. Ja? Es ist schwer, das ist gar keine Frage. Aber alles, was passiert, ist ein Lernprozess. Auch wenn man jetzt jemanden verliert, den man liebt, das ist auch ein Lernprozess, nämlich den Prozess, die Lektion heißt loslassen. Ja? Und der Dieter Degowski, der wurde eben für seine Tat sehr lange eingesperrt. Und das ist wirklich hart. Also man darf nicht denken, dass das eine milde Strafe wäre. Nein, das ist Quatsch. Also man ist weg, man ist weg von der, man wird eingesperrt, man sieht das Sonnenlicht kaum noch und man ist mit irgendwelchen Leuten zusammen, mit denen man gar nicht zusammen sein will. Und das geht dann ewig lang und man weiß gar nicht mehr, wie man rauskommt. Und ja, ich sag mal so, ich will gar nicht großartig beurteilen, aber wenn es darum geht, ob man dem Menschen jetzt eine zweite Chance geben sollte oder nicht, dann würde ich sagen, würde ich einem Psychologe, der sich jahrelang mit diesem Fall beschäftigt hat, ja, der diese Person kennt, also den Dieter Degowski, und in der Verantwortung steht, mehr vertrauen als irgendeinem Stammtischhetzer, der, was weiß ich, seine Halbinei zischt, ja, und dumm rausschwätzt, ja, von wegen aufhängen oder was weiß ich, ja. Und weil solche Leute haben einfach ein niedriges Bewusstsein. Vor allem, wenn man dann Alkohol trinkt, dann sinkt sich das Bewusstsein herab und die Menschenverachtung nimmt dann zu. Also, ich würde sagen, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Jeder Mensch, ja. Wenn die Reue da ist, und die Reue ist ja da, sonst würde man den ja nicht freilassen, dann hat auch dieser Mensch eine zweite Chance verdient. Das ist wichtig, Leute, das ist wichtig zum Begreifen. Wenn ihr das nicht begreift, dann werdet auch ihr nicht, dann wird man auch euch nicht vergeben, wenn ihr irgendeinen Scheiß baut. Ganz einfach. Dann werdet ihr auch mit Strenge beurteilt werden. So ist es nun mal. Ja? Urteile nicht, auf das du nicht verurteilt wirst. Ich meine, was will der alte Sack noch irgendjemandem antun? Glaubst du nicht, dass der nochmal ein Ding dreht in seinem Alter? Das glaubt es aber selber nicht. Und wenn, dann wäre es die Verantwortung dieser Psychologen. Ja? Dann wäre es in deren Verantwortung. Sie sind quasi die Burgen, wenn man so will. Aber das wird nicht passieren, das ist Quatsch. Ja? Und das war einfach mal mein Statement. Wie gesagt, beschäftigt euch mit Spiritualität. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und gerade, also ich würde mir dadurch wünschen, wenn Dieter Degowski auch dieses Video sieht, gerade diese Person braucht ja diese spirituelle Schulung oder diese Fürsorge auch. Also es gibt, ich habe da was ganz Gutes gesehen im Internet, wie man das Karma also wieder bereinigen kann, wie man es ins Lot bringen kann, dass alle Seelen wieder in Harmonie stehen, weil alle Seelen kommen von Gott, alle, auch die von Dieter Degowski. Auch er ist ein Kind Gottes, ja, aber er musste eben, es war in seinem Seelenplan, dass er in diesem Leben etwas ganz Schlimmes machen musste, damit er sieht, was es bedeutet, was diese Trennung von Gott für ihn bedeutet, ja.
dass er das erkennt, um dann ein besserer Mensch zu werden, um dann sehen, okay, das Böse, das schadet nur, das ist total scheiße, und sich dann nur noch in diese Richtung zum entwickeln. Und das ist einfach Erfahrung, die diese Seele machen musste. Der konnte ja gar nichts dafür. Das war in seinem Seelenplan drin geschrieben. Ja? Und das ist nicht nochmal falsch verstehen. Natürlich ist es richtig, darauf zu reagieren. Ja, also jetzt Fehler darauf nicht zu reagieren. Klar. Und dieser Mann hat ja selbst Strafe bekommen. Aber ich sag euch eins, wenn ihr nicht vergibt, dann wird auch euch nicht vergeben. Ja, und jetzt nochmal zu dem, was ich dann im Internet gesehen habe, wie man sich Seelenheil wieder quasi ins Reine bringen kann. Also, geht einfach in euch, ihr könnt da auch Meditation draus machen und stellt euch alle Seelen im Universum vor. Alle Seelen. Also ich meine auch außerirdische Seelen, die als außerirdische reinkarniert sind, tierische Tiere, auch Tiere haben eine Seele, auch wenn das die Seele auf einem niedrigen Bewusstsein sind. Also die Seelen von allen Lebewesen im Universum. Stellt euch das vor und dann sagt er in Gedanken oder laut, ich verzeihe allen Seelen im Universum, was sie mir in diesem Leben oder in den vorigen Reinkarnationen angetan haben, ja, und bitte im Gegenzug dazu, ich habe sie aufgeschrieben, deswegen schaue ich ein bisschen auf die Seite, und bitte im Gegenzug um Vergebung für alles, was ich ihnen in diesem oder in früheren Leben angetan habe, so treffen wir uns als göttliche Seelen in Frieden, Liebe und Harmonie. Ihr könnt es auch abkürzen. Sag's einfach, also ich vergebe euch alles, was ihr mir irgendwann mal angetan habt, in diesem oder früheren Leben, und bitte um Gegenzug um Vergebung, was ich euch angetan habe in diesem oder in irgendeinem früheren Leben. Ja? Und ihr werdet sehen, was es für ein Gefühl ist. Ihr werdet sehen, es geht euch besser. Und gerade das würde ich auch dem Peter Degowski ans Herz legen, dass er diesen Satz immer wieder sagt. Ja. Ihr könnt es auch sagen, wenn ihr zum Beispiel jemanden trifft, die Bäckerfrau, wenn ihr bei Bäcker sind oder ein Passanten, der euch gerade jetzt vielleicht entgegenkommt. Egal mit welchen Leuten ihr zu tun habt, ja, sei es bei Behörden oder sonst irgendwo, sagt diesen Satz, stellt euch diese Person, sagt leise in Gedanken, ich vergebe dir alles, was du mir angetan hast, in diesem oder in früheren Leben. Und ich vergebe dir, was du mir angetan hast. Oder bitte um Vergebung. Also, jetzt bin ich durcheinander gekommen, Entschuldigung. Aber ihr wisst schon, wie ich meine, ja? Vergebt und euch wird vergeben. Und bittet um Vergebung. Für das, was ihr den Seelen irgendwann mal in anderen Reinkarnationen angetan habt. Ja? Machen übrigens auch Buddhisten. Und das könnt ihr euch zum Mantra machen. Und ihr werdet sehen, wie sich das Umfeld verbessert, ihr werdet sehen, dass die Leute ganz anders auf euch reagieren und sich das Leben um euch herum verbessert. Also bei mir war es ja früher so, ich habe auch noch echt gedacht, die ganze Welt ist gegen mich, dass die Leute mir immer wieder schaden, dass man mich immer in Pfanne gehauen hat. Seit Neuestem mache ich das und ich sehe, wie sich die Welt um mich herum verbessert. Ja? Also ich vergebe und bitte um Vergebung. Und nicht nur für das Leben, sondern auch wie die vorigen Reinkarnationen, die es schon mal gab. Und so entsteht ein universeller Seelenfrieden. Ja? Frieden allen Seelen im Universum. Ihr könnt so Frieden schließen. Und das ist das, was ich euch ins Herz legen wollte. Ja, also wie gesagt, das war jetzt mal so mein Statement zu Dieter Degowski. Also, weil ich habe das ja damals selber erlebt und selber zugeschaut, also quasi vom Fernsehen. Und ich fand das auch schon eine krasse Sache, aber wie gesagt, meine Meinung ist, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, vergib und dir wird vergeben. Und wenn du damit ein Problem hast oder wenn du anderer Meinung bist, ist es ja legitim, jeder kann seine Meinung haben. Aber dann bitte euch, lest Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Da gibt es ein Aschenband, ich bin gerade beim zweiten Band. Drei Bänder gibt es dann, das ist jetzt der zweite Band. Gespräche mit Gott, Gesellschaft und Bewusstseinswandel, da geht es um Bewusstseinserweiterung. Und ich sag euch, diese Bücher werden euer Bewusstsein um Jahrzehnte erweitern. Ihr macht einen Bewusstseinssprung, Leute, ich sag's euch, da qualmt euch der Schädel, wenn ihr diese Bücher lest, das ist anspruchsvoll, aber für jeden eigentlich doch verständlich. Und wenn das für euch nicht so verständlich ist, dann lest es zweimal durch und meditiert drüber und dann werdet ihr verstehen. Und dann werdet ihr auch die Welt verstehen und die Zusammenhänge.
Und dann werdet ihr auch nicht mehr mitmachen, wenn irgendein Stammtischreiher schreit, hängt den auf oder macht den platt oder der soll im Körper verrotten oder sonst was, weil es einfach Blödsinn ist. Das ist, ihr schadet nur euch selber. Das ist, wir sind nicht voneinander getrennt. Wir sind alle miteinander verbunden. Ja? Und diese ganze Vergeltung sucht und wer Rache sucht und Vergeltung sucht, der wird immer in dieser Welt verhangen bleiben. Und der Vater von diesem italienischen Junge, das war mir schon mal auch gerade noch eingefallen, der wollte ja sogar, der hat einmal im Interview sogar gesagt, dass er sogar Rache nehmen wollte. Er wollte diesen beide, den Hans Rösner und Dieter Degowski, umlegen, aber der hat sich dann doch entschlossen, dass er das nicht macht und ist dann ausgewandert nach Italien. Also, und ja, da hätte er, wenn er das gemacht hat, müsst ihr euch mal vorstellen, zu seinem Unglück hätte er auch noch ein weiteres Unglück verursacht, was sein Leben dann noch weiter verschlechtert hat. Weil in Deutschland gibt es keine, wie soll man sagen, Verständnis für Blutrache. Das ist nämlich auch ganz interessant. Da gibt es in Deutschland lebenslänglich. Wer Blutrache nimmt, wer Rache nimmt, ja, wer zur Selbstjustiz greift, der wird in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja. Merkt euch das mal. In Deutschland, kein Richter hat Verständnis für irgendwelche Racheaktionen. Keiner. Und das ist ja auch richtig so. Ja, von dem her muss man sagen, ist unser Bewusstsein vielleicht doch gar nicht so niedrig, also wie es vielleicht in anderen Ländern ist, wo das vielleicht auch noch geduldet wird. Ja, das wollte ich nur mal sagen, warum Vergebung wichtig ist. Und ich sprich nicht nur für jetzt für mich, sondern ich glaube, dass jeder Mensch, der spirituell ist, auch die Religiösen, da bin ich im Verbund mit allen Religionen und philosophischen Weltanschauungen, würden mir zustimmen, dass eben Vergebung wichtig ist. Ja. Wer einfach einem Menschen nicht vergeben kann, der hat einfach auch Rachsucht in seinem Herzen und der wird auch nie in der höhere, also der wird halt in dieser Welt, in dieser irdischen Welt verhangen bleiben und nie in der höhere Ebene kommen. Ja. Und das ist halt einfach schade. Okay, dann war es mal soweit. Jetzt habe ich ja schon lange gelabert. Okay, teilt das Video, wie gesagt, gebt mir einen Gefällt mir-Button und ich abonniert meinen Kanal. Ich bin der spirituelle Anarchist. Ja, und dann würde ich mal sagen, Licht und Liebe und macht es gut.